Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir starten in den letzten Handelstag der Woche. Schönen guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Und gestern hatten wir ja den ersten Gewinntag nach drei Verlusttagen. Mhm. Immerhin, wenn auch nur leicht, 0,4% im Plus. Heute auch wieder ein bisschen fester gestartet. Mhm. Wir haben ja gerade schon kurz gequatscht. Nachrichtenlage ist eher mau, nicht viel zu holen. Von daher sind wir mal ganz zufrieden mit dem, was wir hier sehen, oder? Auf jeden Fall. Wir sind in diese Range, die wir die letzte Zeit immer hatten, zwischen 12,3 und 12,5 wieder hinein gewandert, sage ich mal, weil gesprungen eher nicht. Mhm. Ja, das Bild hat sich wieder dadurch verbessert. Die Indikatoren haben sich ein bisschen beruhigt. Es gibt aber jetzt keine großen Erkenntnisse. Gestern eigentlich eher negative Nachrichten. Thema Amtsenthebungsverfahren, Thema Handelsstreit gab es ein bisschen eher negative Meldungen, aber offensichtlich überwiegt heute mal ein bisschen die Kauflaune, aber alles im moderaten Rahmen. Wir sind auch schon wieder vom Hoch jetzt 20 Zähler, aber das ist alles sehr, sehr dünn, sehr wenig Bewegung. Das stimmt wohl. Aber es sieht zumindest danach aus, als würden wir jetzt langsam aber sicher wieder in diese kleine Handelsspanne zurücklaufen, die wir da. Oh nein, jetzt war ich zu schnell. Macht nichts. Jetzt haben wir jetzt schon wieder den Jahreschart, aber. Ja, also hier, das ist der Bereich. Ja. Und da sind wir ja jetzt wieder drin. Also von daher. Alles gut. Aber die große Frage ist natürlich, was macht man jetzt, wenn man wirklich, wenn es einem in den Fingern juckt und man wieder eine Position aufbauen will und also sich denkt. Ich würde eher nichts machen. Also ich würde trotzdem jetzt gerade vor dem Wochenende, wer weiß, was da wieder auf uns zukommt, Brexit, Handelsstreit, Amtsenthebung, würde ich eher abwarten und ja, einfach mal das Wochenende genießen, keine großen Positionen eingehen. Und dann schauen wir am Montag mal drauf, was der DAX draus macht. Wichtig wäre eben, die 12,5 zu überwinden. Dann hätten wir eben Luft hier bis zum Jahreshoch bei 12,650 im Intraday. Natürlich wäre es fatal, wenn wir wieder, was heißt fatal? Schlimm wird es erst, wenn wir die 200-Tage-Linie unterschreiten. Aber da sind wir doch weit entfernt. 600 Zähler sind das in Roundabout. Also da haben wir eigentlich im Moment nichts zu befürchten. Wichtig natürlich auch immer wieder die 12.000-Punkte-Marke. Das ist so der Bereich. Und ja, aus diesem Bereich müssen wir raus, am besten natürlich nach oben, damit wir auch mal wieder vielleicht mal größere Bewegung bekommen. Alles klar, gut, dann kann man das eigentlich so schön stehen lassen. Jetzt vom Wochenende machen wir erstmal keine großartigen Sachen, lassen es alles auf uns zukommen. Danke, Thomas, für diese Woche auf jeden Fall. Liebe Zuschauer, Ihnen einen schönen und erfolgreichen letzten Handelstag und dann am Montag sehen wir uns wieder und dann gibt es vielleicht auch mal wieder was zu handeln. Bis dahin.